Wasserstoff wird bei der weltweiten klimaneutralen Energieversorgung eine wichtige Rolle spielen. Das ist mittlerweile unbestritten. Viele Länder und auch die EU sind deshalb daran, umfassende Wasserstoffstrategien zu definieren. Es geht dabei nicht nur um die CO2-freie Versorgungssicherheit, es geht auch um einen Milliardenmarkt für Wasserstoff und andere klimafreundliche Technologien. Die Schweiz spielt dank einer weltweit einmaligen Initiative in der Wasserstoff Champions League mit. Die Hydrospider AG, die Hyundai Hydrogen Mobility AG, die H2 Energy AG und der Förderverein H2 Mobilität Schweiz bauen in der Schweiz den weltweit ersten kommerziellen Kreislauf für erneuerbaren Wasserstoff auf. Er umfasst Wasserstofflastwagen, Tankstellen sowie die Produktion und die Logistik des erneuerbaren Wasserstoffs. Ein Businessmodell, für das sich auch das Ausland sehr interessiert. Wasserstoff ist sehr wichtig für eine erfolgreiche Energiewende. In der Schweiz haben wir angefangen mit einem Kreislauf. Und in diesem Kreislauf haben wir die verschiedenen Akteure zusammengebracht. Nämlich die Produktion von erneuerbarem Strom, die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff, deren Verteilung, die Betankung und auch letztlich den LKW bis hin zu den Transporteuren, die den LKW fahren. Das war ein Gemeinschaftsprojekt, dafür sind wir sehr stolz. Wir sind auch stolz, dass wir das in einem vernünftigen wirtschaftlichen Rahmen gemacht haben. Und wir sind sicherlich ein Vorbild weit über unsere Landesgrenzen hinweg. Ein wesentliches Merkmal unserer Initiative ist, dass wir für grünen Wasserstoff besorgt sind, dass wir den Wasserstoff also erneuerbar erzeugen. Und dafür ist die Schweiz als Wasserschloss Europas prädestiniert. Wir haben nun rund 50 LKWs auf unseren Straßen. Es geht jetzt darum, die Infrastruktur, aber auch die LKWs so hoch zu fahren, dass wir am Schluss in 5-6 Jahren 1000 oder hoffentlich mehr Fahrzeuge auf unseren Straßen haben, die mit erneuerbarem Wasserstoff versorgt werden können. Unsere einmalige Initiative in der Schweiz wird europäisch und weltweit das Maß aller Dinge.